Wir haben Licht ins Dunkel gebracht, hier bei The Legend of Scheiß Montos mit eurem Let's Play Retro und... DSD Steve. Und was machen wir jetzt? Wir werden wahrscheinlich auf der Welt von Scheiß Montos... Ach nee, halt, wir müssen in die Höhlen rein. Ja. Genau. Wir haben zwischen den Videos auch mal nachgeschaut, was denn passiert, wenn man auf einem älteren Spielstand zum Beispiel in die Höhlen geht, ob man da Storys gibt. Ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Die Höhlen sind so unendlich gigantisch groß. Oh, Leute, wirklich, wenn ihr bisher gedacht habt, dass wir in diesem Spiel auch nur ansatzweise gelitten haben... Ihr habt diese Höhlen noch nicht gesehen. Das wahre Leid wird jetzt erst losgehen. Ja. Ja. Wir sind mit Steuerungstaste durch die Höhle ein bisschen gegangen und dachten uns, also, oh mein Gott. Genau. Wir sind uns nicht so ganz sicher, ob man diese Höhlen... Also man kann diese Höhlen auf jeden Fall schon betreten, bevor man den wahren Klaus getroffen hat. Den Weimar Klaus sozusagen, ne? Genau. Gorn. Mr. Gorn. Mr. Gorn. Und ihr seht es schon, es fängt harmlos an, aber da geht's schon los mit der Spirale. Ich bin jetzt hier mal nach unten. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie es hier... Ich bin mir nicht sicher, was das hier ist. Pfuschen ist nicht. Pfuschen ist schon... Also auf jeden Fall ein schöner Glasboden. Schön. Genauso würde ich mein Haus auch ändern. Das ist doch nicht möglich. Okay, dann gehen wir hier nicht weiter. Dann geht nämlich hier die Story weiter. Nein. Wir gucken, was da ist, Steve. War das gerade nicht Gardius? Das dachte ich mir auch gerade. Ich kann ja nur noch... Wie kann er nur noch leben? Das ist komisch formuliert. Wir sollten ihn schnell verfolgen. Siehst du, Rubens möchte das ebenso wie ich. Wir gucken einfach mal. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin ja gerade automatisch hingelaufen. Das ist geil, oder? Dann lauf da mal weiter. Ja, Grund, dass ich auch trotzdem die komplette Höhle. Ich bin jetzt auf jeden Fall gerade ein bisschen verwirrt. Ich gehe jetzt mal in den nächsten Raum rein und... Alter. Boah. Sag mal, was hat sich denn der Entwickler hierbei gedacht? Was willst du jetzt machen? Ich will mir den Rest der Höhle angucken und erstmal schauen, was hier noch so Tolles ist. Weil ich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen verwirrt bin. Wir sind beim letzten Mal hier in diese Höhle reingegangen. Genau, aber wir sind mal nicht runtergegangen, sondern nach rechts weiter gegangen. Genau, wir sind aber nicht runtergegangen, sondern hier rechts weiter. Also erstmal... Okay, da kommt man scheinbar ganz normal. Also erstmal, wer würde da unten diese Fässer platzieren? Es sind keine Fässer, es sind Krüge. Ja. Aber ich bezeichne alles als Fässer, auch wenn es ganz offensichtlich Kisten sind. Oder hier hat einfach nur irgendjemand Krüge hingestellt, um uns den Weg zu versperren. Weißt du, das erinnert mich ein bisschen... Oh, guck mal, hier ist der Weg versperrt. Ah, okay, alles klar. Na gut, dann müssen wir uns ja mal zu Gardius. Das ist interessant. Oh mein Gott, nein. Haben wir uns beim letzten Mal einfach... Ja, wir sind mit Steuerung durch die Gegend gelaufen, tatsächlich. Ach, da kann es sein, dass wir einfach versehentlich mit Steuerung die Felsen überquert haben. Ja. Und das war aber ziemlich, ziemlich unartig von uns. Da hätten wir uns ja beinahe gespoilert, Steve. Ja. Also glaubt mir, Leute, die Höhle wird riesig. Man sieht es ja schon anhand, also wenn man sich einfach nur ganz kurz die Räume hier anguckt. Aber keine, ich wollte gerade sagen, keine Random Encounter. Doch, natürlich, wir kämpfen gegen mächtige Harpies. Ich guck einfach mal nach mit der guten alten computergenerierten Strategie, damit man herausfindet, gegen was die Gegner schwach sind. Aber ich glaube, wenn wir jetzt Enter kloppen, dann reicht das schon aus. Auf jeden Fall scheint Eis nicht schlecht gegen die zu sein. Ja. Macht das nicht Spaß? Ich finde es sehr, sehr schade, dass der Entwickler uns niemals das andere Kampfsystem gezeigt hat, an dem er gearbeitet hat. Ja, gearbeitet. Sehr ausführlich gearbeitet hat. Also ihr seht schon, diese Höhle wird riesig. Oh, wir gehen erstmal zur Truhe. Dann ist die Frage, willst du erstmal nach oben gehen? 5000 Gold, yay. Yeah. Also siehst du rechts die Spirale? Minotaur. Ja, ich habe diese Spirale gesehen und es wird nicht die letzte in dieser Höhle sein, Steve. Diese Höhle wird wahrscheinlich aus extrem vielen, extrem spiraligen, großen Räumen bestehen. Ich gebe dir jetzt einen kleinen Tipp, Leute. Ich call es, ne? Wir werden zwischendurch, nachdem wir 20 Minuten gespielt haben, sterben. Denn wir können hier nicht in-game speichern und Retro wird irgendwann nicht heilen. Das vergisst. Ist allgemein das große Problem, das ich hier gerade bei der Höhle sehe. Guck mal, du könntest ja auch mal zwischendurch durchaus heilen. Mach ich ja auch. Also ich würde ja persönlich gesagt nach jedem Kampf hier heilen. Wieso? Dafür machen die Gegner noch gar nicht genug Schaden. Okay. Also sind deine Verantwortung. Siehst du doch gerade, guck mal, wir haben doch noch extrem viele Trefferpunkte. Und ich hoffe so extrem, dass wir nach so einem Typen sterben. Das wird irgendwie schwer machbar sein, wenn wir auch noch dazu aufleveln. Das ist jetzt eine Höhle, die sonst bis Level 50 bringen, oder wie? Ich habe keine Ahnung, was der Sinn und Zweck dieser Höhle ist. Weil die Höhle, also ganz ehrlich, ich glaube, wir werden irgendwann nochmal rausgehen müssen, um zu sprechen. Was ist denn das hier zum Beispiel? Ja. Wir kämpfen jetzt und Leute, gegen Chimären. Leute, ja, wir laufen hier nicht mit Steuerung durch, ne? Denn wir leiden.
Guck mal, wie einfach die Kämpfe sind. Das sind halt so wie Hydren oder so, das kann halt nichts. Wirklich, wirklich, ich hoffe, dass sich am Ende dieses Raums irgendwas Tolles befindet. Ein weiterer Durchgang. Alter, sag mal, was ist denn hier los? Hä? Okay. Ist das ein Shop oder so? Was guckst du so entgeistert? Dachtest du, diese Höhle sei unbewohnt? Vielen Dank für überhaupt nichts. Was soll das? Aber warte mal, woher kenne ich diese Musik? Ist das eine Filmmusik? Du kennst sie wahrscheinlich aus Vampire's Dawn. Eine Drachenzahnrüstung, das klingt gut. Und dafür waren wir jetzt hier, aber es klingt erstmal ganz gut. Die kann ich tragen. Viele Drachen mussten leiden für diese Rüstung. Ah. Ja, aber ist egal. Gut, hat sich gelohnt tatsächlich. Ich glaube, Sera trägt sie jetzt. Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzugehen. Ja, das Schlimme ist, ich würde jetzt eigentlich am liebsten das Spiel sofort speichern. Aber ich kann nicht. Wo führt uns diese Höhle hier hin? Okay, das Gute ist, hier kann ich speichern. Ja, wir sind draußen. Wow. Wir haben es irgendwie ans andere Ende geschafft, aber ich will mal kurz gucken, was hier drin ist. Okay, das ist Galios. Musst du nicht gegen Galios, ist doch uns weggelaufen, oder? Also warte mal, wir können ihn einfach mal besiegen oder wir können einfach mal mit ihm reden. Vielleicht, vielleicht bringt uns das irgendwie storymäßig weiter. Wie habt ihr mich gefunden? Das kann doch nicht sein, also lebst du doch noch. In der Tat, aber ich weiß nichts mehr von dem, was passiert ist. Ich weiß nur noch, wie ich zusammen mit Basamu von die Bostiat gegen euch kämpfte. Wir hatten keine Chance mehr gegen euch und feinden uns zu Evogadumov. Von diesem Punkt an weiß ich nichts mehr. Ich wachte vor diesem verlassenen Haus auf. Nein. Achso, Moment, stimmt. Erstmal weiterlesen, bevor wir irgendwie kritisieren. Seitdem wohne ich hier. Ich will euch nichts Böses mehr. Ich nehme von nun an den Frieden. Verdammt, es wird langsam dunkel. Sollten uns beeilen, Klaus. Wir müssen Samolf stoppen. Es wird langsam dunkel. Los, wir müssen uns beeilen. Die Zeit läuft uns davon. Gut, dass wir das irgendwie sehen, dadurch, dass es dunkel wird. Stell dir mal vor, wir wären die ganze Zeit in der Höhle gewesen. Da hätten wir gar nicht mitbekommen, wenn es draußen dunkel wird. Da merken wir gar nicht, wie die Zeit vergeht. Xerbiov! Was hast du, Gardius? Du siehst so nachdenklich aus. Erst kürzlich flog ein Luftschiff über diese Insel. Etwas weiter westlich von hier aus ist eine Festung. Ich glaube, dort verschanzt er sich. Nein, nicht westlich, sondern östlich. Jo, mag sein, aber von hier aus können wir nicht dorthin gelangen. Ja, darin sehe ich auch ein Problem. Also ich bin jetzt auf jeden Fall gerade ein bisschen verwirrt. Diese ganze Sache mit Mr. God. War das jetzt einfach alles nur Nebenquest? Wir werden noch sehen. Das wird noch kommen. Wird noch weiterkommen, gehe ich von über aus. Irgendwie bekommen jetzt hier etwas, damit die Felsen weggehen. Ja, darin sehe ich auch ein Problem. Geht durch die Höhle zurück, durch die ihr gekommen seid. Dort muss es noch einen zweiten Weg geben, der euch zu dieser Festung bringen sollte. Ist er? Die finale Mission hat begonnen. Es ist schon dunkel. Bleibt doch noch ein wenig hier. Oh, Gardius möchte unsere Gesellschaft haben. Och, wie süß. So links halt. Steve, weißt du, nein, das ist gerade richtig coole Charakterentwicklung. Wir brüdern uns mit dem Feind. Tenshin Han schließt sich uns an. Tenshin Han erkennt nicht mal böse zu sein, aber es war viel cooler bei Tenshin Han. Ganz ehrlich, wäre das gerade ein Spiel von Calvin, dann würde ich Calvin jetzt gerade loben. Aber leider handelt es sich dabei um The Legend of Scheißmontos und irgendwie funktioniert das alles in dem Spiel nicht so gut, wie es in anderen Spielen funktioniert. Ich weiß nicht, du warst früher mein Feind und so, aber ach, was soll's. Weißt du, jetzt fehlt irgendwie so ein Toran. Du, ich glaube, wir können ihm vertrauen. Andolf, wir können Gardius ganz bestimmt vertrauen. Ach, du hast recht, Toran. Wir vertrauen dir. Lasst uns hier ruhig rasten, Leute. Ich glaube, dieser Gardius hier ist doch eigentlich ein ganz, ganz netter Kerl. Gardius will uns sicher nichts mehr. Zumindest sind wir eh stärker. Außer Gardius hat die Zeit genutzt und hier in seinem Haus trainiert. Ich meine, guck mal, in den Höhlen sind extrem viele starke Monster. Er könnte längst Level 50 erreicht haben. Ja. Und so rasteten wir einfach draußen. Nein, wir haben natürlich eine romantische Klippe gefunden. Es ist so friedlich hier, was? Wird mal wieder Zeit für Charakterentwicklung, Klaus? Die hatten wir schon ziemlich lange nicht mehr. Ja, ich verstehe, warum Gardius hier nicht weg mochte. Guck mal, selbst irgendwelche Dämonen, was auch immer, Dämonen-Orger, stimmt, Gardius war ja ein Orger, selbst irgendwelche Orger
lieben diese romantischen Klippen. Ja. Mit dem Blick auf den Wald. Es ist wirklich eine tolle Nacht. Die könnten noch schöner werden. Meinst du, wenn wir Xamiroth besiegt haben, wird endlich alles vorbei sein? Oder hast du Angst vor diesem Persona, der ja angeblich in dir stecken soll? Ach ja, stimmt, es gab ja noch eine zweite Plotline. Ja. Es gibt keinen Persona. Es gibt aktuell 3 Plotlines. Wir haben Xamiroth, wir haben Persona und wir haben Mr. Gorn. Na, Mr. Gorn scheint ja irgendwie momentan nur Nebenquest zu sein. Das ist irgendwie jeder. Das kann man nicht so genau sagen. Ich werde nicht zulassen, dass er jemals erwacht. Du kennst mich doch schon so lange, Sera. Wir werden das gemeinsam durchstehen, Klaus. Ach, guck mal, wie schön die Erde da hinten ist. Ich meine natürlich Planet Edre. Ich hoffe, dass das Planet Edre sein soll. Wenn das der Mond sein soll, der Mond sieht irgendwie aus, als hätte er eine Atmosphäre. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, das muss ein anderer Planet sein. Das kann kein Mond sein. Womit habe ich dich nur verdient, Sera? Schon, wir sind ja zusammen. Das vergisst man ganz gerne mal. Morgen ist erst nach Xamiroth dran. Okay. Wir sollten alles auf uns zukommen lassen. Vor allem morgen, als ob wir das an einem Tag schaffen. Sicher, oh guck mal, ich habe mir Blut ins Gesicht geschmiert. Ich habe gerade ein kleines Eichhörnchen getötet und... Oh, guck mal, ein kleines Hoppelhäschen. Los, Klaus, das sollten wir auch töten. Das ist eine Kampfmahnung, das sind jetzt Indianer. Das ist keine Kampfmahnung, das ist Sera im Blutrausch. Ich bin froh, dass wir endlich mal alleine sind. Ich liebe dich, Klaus. Und schon wird die... Ach nein, halt, ein kleiner Sequenzwechsel zu Randolph und Rubens. Ja. Ihr schaut mir nicht, was? Immerhin hatten wir einige Probleme wegen euch. Ich werde dir sicher nicht von heute auf morgen trauen können. Jo, also zu der Festung, in der sich Xamiroth aufhalten soll, kommen wir ebenfalls durch die Scheißmontos-Höhlen. Hm. Ja, das ist richtig. Die Höhlen sind riesig. Ja, die sind echt verdammt riesig. Es gibt auf alle Fälle noch mehrere Wege dorthin. Das war eine äußerst kurze Unterhaltung. Mr. Gorn! Im Moment, hätten wir diese Sequenz jetzt, wenn wir ihnen nicht begegnet wären? Ich glaube, ja. Also, weißt du, das Schlimme ist, es juckt mich gerade echt in den Fingern, nochmal den alten Spielstand zu laden und einfach mal nachzuschauen. Das machen wir auch. Und so machen wir es gleich direkt danach. Und so laufen wir mit Steuerungstaste einfach lang. Genau, das gucken wir uns danach mal ganz... Also nach der Aufnahme gucken wir uns das privat mal ganz kurz an. Oder? Ja. Wie wolltest du das jetzt im Video machen? Ich wollte ein Video machen. Ah ja, das können wir auch. Das stimmt. Wir laufen einfach mit Steuerungstaste. Du hast recht. Das geht eigentlich so schnell. Wir müssen eigentlich nur die Sequenz hier durchstehen und dann... Ja. Was sollen denn diese Steine im Weg? Ich räume hier wohl mal etwas auf. Diese Kläuse sind irgendwie immer gleich drauf. Vor allem, ja... Ja. Es ist halt wieder so ein Dark Allen, Klaus, Walner. Plopp. Also, ihr müsst euch einen anderen Weg durch die Scheißmontos-Höhlen suchen. Das wissen wir mittlerweile. Gardius, wir wünschen dir noch eine schöne Zeit hier. Ich zumindest habe schon vergessen, dass wir einmal Feinde waren. Es fällt mir zwar schwer, dir zu vertrauen, aber ich werde es versuchen, Gardius. Ganz ehrlich, er hat hier absolut nichts getan. Dass uns irgendwie daran zweifeln lassen sollte. Er hat uns sogar geholfen. Er hat uns nett behandelt. Ja. Okay, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Danke, Leute. Ich wünsche euch viel Glück gegen Xamiroth. Danke, du Orga. Das werden wir hoffentlich nicht brauchen. Ich will nur noch mal gucken, ob nicht vielleicht irgendwo eine Truhe oder sowas hier versteckt ist. Oh mein Gott. Ich glaube, das sind die Backstreet Boys. Ja. Backstreet, back, alright! Das ist geil, oder? Die Backstreet Boys! Die Backstreet Boys! Oh, diese war alles. Californication gab's noch nicht, zu dem Zeitpunkt mussten wir es auch drin. You sure? Californication gab's auch noch nicht 2001, oder? Ich habe jetzt gerade mein Telefon. Warte mal, ich kann einfach ganz kurz gucken, weil ich. Californication kam. Von Red Hot Chili Peppers kam. Ja, das Problem ist, du findest dann immer so die Serie. Ja, warte mal, Red Hot Chili Peppers. Warte. Das ist ja das Gute. 1999. Okay, krass, ich hätte das irgendwie auf 2002 Ich dachte mir aber schon, nein, das Lied ist auf jeden Fall vor dem Jahr 2000 erschienen. Es hat mich jetzt einfach extrem gewundert. Genau, das, also,
deswegen ist es ja auch so populär, weil es halt so späte 90er ist so ungefähr, ne? In diesen ganzen Makers-Kind. Ich meine, das ist auch ein cooler Song, insofern muss man da nicht sein. Also ich finde den Song auch eigentlich schon ziemlich cool, aber ja, das ist halt so inflationär. Da war es gerade das Backstreet Back. Alright! Gut, habt ihr Xavier auch schon gefunden? Nein, aber danke, dass du danach fragst. Gut, dann speichere ich hier mal auf Spielstand Nummer 15. Jetzt lade bitte. Das müsste, glaube ich, Spalt 11 gewesen sein. Dann musst du einen früheren laden, weil da haben wir den... Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher, was das jetzt gerade genau für ein Spielstand war. Super. Ja, immer mal. Okay, ja, perfekt. Hier waren wir definitiv noch nicht da. Jetzt einfach Steuerungstaste an. Ja. Einfach Steuerungstaste, weil ich glaube, wenn wir Steuerungstaste drin haben, dann skippen wir auch die ganzen Kämpfe, ne? Ja. Nach unten. Dann hier. Ah ja, genau. Wir müssen erstmal den Orgor suchen. Ey, das wäre so cool einfach, weil dann wäre es einfach komplett egal, was man in der Stadt macht. Ja. Dann kann ich damit die Stadt skippen. Dann kannst du die Stadt nämlich skippen. Hansi kann man die Stadt skippen. Aber ansonsten ist halt die Frage, also wenn die Sequenz sozusagen fehlt, dann wäre das ja ein Gamebreak. Ey, du kannst noch mehr skippen. Nach oben, ne? Genau. Weißt du, was du noch skippen kannst? Du kannst auch unten die komplette Stadt skippen mit Persona und so weiter. Du kannst, nachdem du hier ankommst, einfach nach oben gehen. Haben wir doch gemacht und getestet. Ja, du kannst einfach in diese Höhlen hier reingehen, ne? Ja, nach rechts. Du kannst quasi fast alles skippen. Whee. Okay, das ist echt ziemlich krass, dass man irgendwie die... Also wenn jetzt die Szene mit Mr. Gorn kommt, dann, dann sind wirklich einige Story-Skips im Spiel drin. Ja, dann kann man... Aber die Sache ist ja, wenn man den jetzt noch nicht gesehen hat, dann stellt man sich immer nur die Frage, wer zum Teufel soll das sein? Ja. Man kann also ganz, ganz viel skippen, Leute. Weil, komm, wo wir hier ankommen, mit Klaus und Co., sind wir ja in die Stadt gegangen, um uns mit dieser Frau zu treffen, ja? Aber wir hätten stattdessen ja einfach nach Norden gehen können und hätten also quasi einfach die komplette Stadt skippen können. Also du kannst... Zwei Städte kannst du sie skippen. Warte mal, welche Stadt kannst du... Also warte mal, das war jetzt... Du kannst die Stadt skippen, in der es dunkel wird? Und du kannst halt skippen, wo Klaus erfährt, dass Persona in ihm ist und so weiter. Und das Zamiok noch lebt. Das kannst du alles skippen. Schau mal, du hättest ja einfach direkt nach Norden gehen können. Ja, also... Du kannst fast alles von der scheiß Mentos-Welt skippen. Das ist grausam, wirklich. Das ist wirklich... Ja. Vor allem der Entwickler hat doch eigentlich bewiesen, dass er mit Switches umgehen kann. Ja, bis zu scheiß Mentos hat das hinbekommen, genau. Er kann doch eigentlich mit Switches umgehen. Also nein, es könnte das Eterna-Prinzip sein. Er hat die scheiß Mentos-Welt zuerst erstellt. Oh, ich glaube sogar, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Weil ich meine, das Spiel heißt ja auch The Legend of Scheißmontos so ungefähr. Ja, das ist eine komplette edre Sache erst als zweites entwickelt hat, wo er schon ein bisschen mehr konnte. Es ist auf jeden Fall gut möglich, aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube hier tatsächlich eher... Also wir können ja auch mal gucken, wann die Maps erstellt wurden, ne? Das hilft ja auch tatsächlich einfach weiter. Was halt aber auch sein kann, ist einfach, dass er... dass er halt einfach lazy ist. Er hat sich halt einfach gedacht, ach naja, wenn die Spieler da ankommen, dann werden die ja bestimmt erstmal in die Städte schauen und nicht in diese Höhle reingehen. Dann genau, ich dachte die Spiele ja auch, dass er gleich hier am Anfang in die Stadt reingehen soll. Die Sache ist halt auch ganz ehrlich, wenn du hier in diese Höhle reingehst und dir, keine Ahnung, nachdem du irgendwie 3 oder 4 Räume weit gegangen bist, denkst du dir so, Randolph hat Blitzkombo gelernt. Nachdem du irgendwie 3 oder 4 Räume weit gegangen bist, denkst du dir so, wow, diese Höhle ist ganz schön riesig, vielleicht gucke ich mir erstmal die Städte an. Aber wenn du natürlich einfach weiter in der Höhle läufst, so, ich werde tatsächlich noch schauen, was hier unten ist. Natürlich. Es könnte nämlich sein. Ach, das hat. Dingens Ruben hat gar keinen MP mehr, das ist natürlich schlecht. Also, es ist halt schon. Ihr könnt diese komplette scheiß Montos-Welt skippen. Also, ganz viel. Nehmt ihr einfach direkt hier hochgeht. Das ist schon hart. Also ich finde das einfach geil, weil ich als Spieler, ganz ehrlich, also, wären wir einfach damals in diese Höhle reingegangen. Ich meine, wir standen ja schon vor der Höhle und hatten uns überlegt reinzugehen und haben dann gesagt, nee, ach, machen wir lieber erst mal was anderes so ungefähr, ne? Aber wenn wir damals in diese Höhle reingegangen wären, dann hätten wir diese Sequenz mit Mr. Gorn gesehen. Ja. Aber ohne zu wissen, wer es ist, ist es eigentlich auch egal. Weil ich meine, du siehst ja, dass jemand den Weg frei macht. Ja. Nur es wäre halt so gewesen, oh, da ist randomly plötzlich
Klaus, der wahre Klaus sozusagen. Na, wir kennen ja seinen Namen noch nicht, das ist es ja. Steve, ist es Klaus. Oh, hier ist es wieder wunderschön. Diese schöne Spirale hier. Das hat sich total gelohnt. 5000 Gold. Weißt du, was wirklich schlimm ist? Ich werde jetzt nochmal den kompletten Weg aus der Höhle rausgehen, weil ich muss ja draußen nochmal speichern. Ja. Absolut. Aber korrekt. Ich glaube, wir sind dann schon mal auf dem Weg in die richtige Richtung, weil wir müssen eh wieder in den anderen Höhlenkomplex, ne? Müssen wir in den anderen Höhlenkomplex, genau. Red Scorpion erscheint. Cool, den kann ich endlich mal wegentern. Wow, der hat uns einen Berserker gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht für ihn ist, wenn wir im Berserk-Mode sind. Weil wir dann wahrscheinlich, extrem viele Schadenspunkte. Wow, der Skorpion ist echt krass drauf. Das ist so toll, weil das Vieh echt eine Million Trefferpunkte gab. Ich freue mich schon auf die 3 Skorpion-Gruppe. Der Skorpion hatte 4000 Gold bei sich. Das heißt, die 3 Skorpion-Gruppe hat 12.000 Gold bei sich. Ich bin echt schlau, oder Steve? Wahnsinn. Wenn denn auch wirklich das so steigt, das Gold, ne? Die Belohnungen müssen ja nicht linear steigen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder Skorpion sozusagen mit... Also, die Sache ist, pass auf, entweder er hat sozusagen dann 3 einzelne Skorpione oder er hat die Gegnergruppe Skorpion erstellt. Genau. Ja. Also, wenn er die Gegnergruppe Skorpion erstellt hat, dann kann das in der Tat weniger als 12.000 sein. Je nachdem, welchen Wert er da eingegeben hat. So. Aber na gut, Steve, ich würde vorschlagen, wir streiten uns dann in der nächsten Folge von The Legend of Scheißmontos weiter. Ich speichere noch einmal auf Spalt 15. Wir haben es ja gesehen, Mr. Gorn hat uns den Weg freigemacht und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir Xamiov in seinem Schloss gegenübertreten und zernichten werden. Bis dahin sind wir auf jeden Fall super mega gespannt, wie es noch so weitergeht mit dem Spiel und freuen uns über ganz viele nette Kommentare und ganz viele Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal hier in dieser Welt, in der man die Hälfte der Story skippen kann. See ya! Tschö, tschö. Du wirst es nie lernen.